Moin, moin und willkommen zurück. XCOM, Enemy Within, spielen wir weiter. Wir machen genau an der gleichen Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ich sehe hier als nächstes in 8 Tagen Meld-Rekombination. Und ich würde sagen, da wir uns jetzt ja in den Ernst des Lebens schmeißen, sozusagen. Ich finde das cool, dass man hier rumscrollen kann und hier die Sachen sieht. Da wir uns in den Ernst des Lebens schmeißen, würde ich sagen, wir gehen mal in die Kaserne und passen mal ein bisschen die Soldaten an. Zumindest meinen Lieblingssoldaten Osvaldo Delgado. Die anderen sind mir noch nicht ganz so ans Herz gewachsen, aber der hier ist ja unser Corporal und dementsprechend, hier sieht man den Dienstgrad, dementsprechend, ich will ihn mal ein bisschen anpassen. Sprache Deutsch ist in Ordnung, der muss sich jetzt unbedingt italienisch. Position konfirmata. Jawohl, Commander. Der kann ruhig Deutsch sprechen, damit ich auch verstehe. Verstanden, Commander. Bestätige. 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 Bestätigung. Packen wir es an. Das ist die richtige Stimme für ihn. Und wir gucken mal. Nein, 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 nein. Der bleibt so. Jetzt hat er sich geändert, oder? Das war ein anderer. Das war ein anderer vorher. Das war sein Gesicht doch, oder nicht? Der Hautfarbe war ein bisschen heller. Kann das sein? So. Oh Gott. Wenn ich das zurückmache, dann bleibt es so, ne? Ah, 5, 4, 1, 4. Ich war bei 5, oder? Ja. Okay. Aber Stimme 5. Hast du das, glaube ich, jetzt übernommen? Wir lassen es einfach mal so. Ich möchte ändern. Die Rüstung. Und zwar, weil diese Standardrüstung, die sieht ja ein bisschen langweilig aus. Das Gesicht und so bleibt alles. Das finde ich alles wunderbar. Das kann so bleiben. Das sieht man sowieso nicht so richtig im Kampf. Aber wir suchen uns eine schöne Rüstungsfarbe aus. Das sieht nicht schlecht aus. So ein Blau. Wie das leuchtet. Überall dieses. Ha! Ne, das lassen wir. Nein, diese ganzen Neonfarben sind nicht so cool. Ne, da ich glaube, dann nehmen wir entweder. Oh, dieses Rot sieht auch nicht schlecht aus. Oder wir nehmen halt dieses dunklere. Da finde ich ja fast dieses. Ja, das Blau sieht mir zu. Nehmen wir doch das Rot, oder? Das Rot sieht doch stark aus. Ja, das können wir so behalten. Bewaffnung, wir können da nicht viel machen. Wir haben noch nicht viel zur Auswahl. Wir haben hier verschiedene Waffen und er ist halt ein Heavy, eine schwere Klasse und dementsprechend muss er es leichter entgegennehmen. Wir haben hier nur den Raketenwerfer und wir könnten hier ihm die Splittergranate geben, aber wir behalten die Nanofaserweste, damit er viel aushält. Und von den Fähigkeiten hat er ja dieses mit dem Kugelhagel. Dass man eventuell also zweimal schießen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir gehen mal zurück und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Lagezentrum. Wir bauen ja momentan gar nichts. Forschen tun wir Meld-Rekombination. Wir gucken mal eben kurz und schauen, was wir an Einrichtung bauen können. Weil wir haben ja hier den Alien-Sicherheitstrakt. Wir haben ein Satellitenkontrollzentrum. Wir wollten noch ein zweites Satellitenkontrollzentrum bauen. Mir fehlen die Ingenieure. Das war das Problem, ne? Das war das Problem. Und ich kann auch noch nichts bauen, wo man mehr Ingenieure kriegt. Ehrenmal. Oh, das sind die getötet worden. Orden? Oh! Wir haben hier Orden. Ich habe das gar nicht gelesen, dass wir die bekommen haben. Die Orden sind sowas, damit kann man nochmal den einzelnen Soldaten nochmal einen Boni obendrauf geben. Wir haben hier zum Beispiel die Verteidigernadel, die kann man auch umbenennen. Wir nehmen mal einen. Jetzt müssen wir uns aussuchen, einen von den beiden Boni. Entweder, dass der Typ nie in Panik verfällt, wenn Verbündete verwundet oder getötet werden, oder Medikits und heilender Nebel heilen bei diesem Soldaten 2 Lebenspunkte mehr. Ich nehme mal das mit den 2 Lebenspunkten. Ja, ist okay. Und wir verleihen den Orden natürlich an Osvaldo Delgado. Ihm bringt es am meisten, er hat die meisten Lebenspunkte. Sieht doch ganz schick aus da mit seiner Uniform. Oha. Ja, der Gruß sieht da nicht so gut aus. Den habe ich auch schon besser gekonnt. Und ich würde sagen, wir machen einfach das Lagezentrum. Ja, wir rufen das Lagezentrum auf. Und
Nein, wir brauchen nicht das Lagerzentrum. Quatsch, wir gehen in die Einsatzleitung. Meine Tastatur verfärbt sie erstmal in eine andere Farbe. Sehr schön. Und los geht's. Anfrage gestellt von China. Wir brauchen. Die wollen einen Satelliten haben. Und wir kriegen dafür 200. Ich guck mal eben kurz. Wie viel kostet mich denn ein Satellit? Bauen. Ein Satellit kostet mich 100 und 5 Ingenieure. Gehen die dann weg oder? Ich hab 5. Ich baue die jetzt mal kurz. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere Ja, bauen, ist um mehr okay. Satelliten einsetzen zu können. 20 Tage dauert der. Ja, okay, das ist natürlich sowieso Quatsch. Aber ich wollte ihn sowieso bauen, von daher ist es in Ordnung. Machen wir mal hier weiter. Scannen mal nach einer Aktivität. Oh, da ist jemand in den Dienst zurückgekehrt. Das ist sehr gut. Und Entführungen wurden gemeldet. Wir gucken uns die Commander, wir Schauplätze haben mehrere an. Hilfegesuche erhalten. Eieieiei, Entführungsstellen schwer. sind auf dem Hologlob markiert. Dafür würde ich einen neuen Soldaten kriegen, den ich aber eigentlich gar nicht habe, obwohl Sarge ein hoher Dienstgrad ist. Wäre eine Option. Wir haben Südafrika, da haben wir 200 Dollar zu gewinnen. Oder Brasilien. Und wir müssen ein bisschen hier mal auf den Panikbalken gucken. Hier würden wir natürlich einen reduzieren dann. Aber der Einsatz ist schwer und schwer. Traue ich mir nicht zu. Hier würden wir nochmal Geld kriegen. Ich würde aber lieber nochmal weiter in die Forschung dann investieren. Und der neue Rekrut, ich finde den nicht ganz so wichtig. Wir nehmen Brasilien. Auf geht's. Wir haben Leroy, Delgado, Wilson und Martin. Jede Klasse einmal. Wir gucken mal eben kurz. Wenn ich Martin mal eben kurz merken. Wir haben hier auch noch Tiffany Evans. Die ist ja gerade wiedergekommen aus dem Einsatz. Ich würde trotzdem erstmal bei dem Martin bleiben. Der als unser Sturmsoldat. Ist das Sturm? Ja, es ist Sturm. Und ich würde sagen, wir starten den Einsatz einfach. Fliegen in das Gebiet. Ist ganz schön weit weg. Und los geht's. Strike One. Bereit machen zur Landung. So ist es. Bald mal zur Landung. Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Alle Gegner ausschalten und die Die Aliens Melkkanister verstärken finden. ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Ich mag dieses Strike Flugzeug. One, hier Central. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Einsatzgebiet. Keine Risiken eingehen. Okay, wir schicken zuerst unseren Osvaldo Delgado vor. Da ist eine halbe Deckung. Wir haben hier alles nur halbe. Hier haben wir komplett Deckung. Die Karte ist aber hier am Rand. Also wir müssten dann nach da uns bewegen. Nach da quasi. Und nach da. Da ist auch Kartenrand. Also müssen wir uns quasi nur vorwärts bewegen. Das heißt, wenn wir uns hier zum Auto bewegen, machen wir eigentlich nichts falsch. Deswegen Rechtsklick dorthin. Kurz schauen. Wir würden im Feldposten erstmal bleiben. Genau. Wilson, unser Sniper, kann eigentlich nach vorne rennen. Da hinten ist der Meldcontainer. Sehr schön. Martin. Martin kommt hier an das ganze Ding ran. Obwohl, will ich den so weit laufen lassen? Ja, ich mach das mal. Da sind die kleinen Aliens, Sektoiden. Aber die ziehen sich erstmal zurück. Ist in Ordnung. Ich bin dahinter voller Deckung. Also von daher alles halbe Höhe. Und vielleicht gehe ich da auch nochmal. Vielleicht kann ich sprinten. Kann ich irgendwo klug hin? Ich sprint mal hier hin. Oh, das war nicht klug. Noch mehr Sektoiden. Und die werden mich schön quasi flankieren eigentlich. Wilson. Ja, Wilson ist nicht gesprintet. Das verstehe ich nicht. Egal. Dann geben wir die Pistole und nehmen Overwatch quasi, also Feldposten. Tastatur wird rot, der Gegner greift an und er hat hier oder sie hat hier keine Deckung.
Nur von da oben. Ich hoffe, du beschießt jetzt den da. Du triffst den in voller Deckung und machst 4 Schaden? Was ist mit dir nicht richtig? Das wird ein Treffer werden. Ja. Nicht getroffen. Das war Glück. Wenn der zweite jetzt kommt, kommt ein Reaktionsschuss. Trifft sogar. Für 2 Schaden. Nicht schlecht. Aber wenn der jetzt drauf geht... Oh. Also er wird flankiert. Gar nicht gut. Erstmal muss ich mich jetzt irgendwie hier umsortieren. 48%. Das ist mir eigentlich egal, die 48%. Du musst dir erstmal... Ja, 50, 50, 50. Die bringen mir alle nichts, wenn ich hier gleich sterbe. Dementsprechend... Könnte ich hier rüberlaufen. Da habe ich gar keine Deckung, ne? Da bin ich flankiert. Hier hätte ich eine halbe Deckung und könnte uns alle in den Rauchgranate reinschmeißen. Das werde ich auch mal tun. Ich renne hier einmal rum. Und schmeiß mal eine Rauchgranate. In der Hoffnung. Ja, da kann ich uns 3 kriegen. Deckung wird erhöht. Sehr schön. Man sieht hier das an dem kleinen grünen Dreieck. Martin, du hast einen Trefferchance von 42%. Du kannst Run and Gun machen. Sturm und Schuss. Kann quasi hier hinlaufen, ins Sprintgebiet, direkt in sein Gesicht laufen und ihn weg und irgendwie ihn wegsprengen. Ich werde hier, glaube ich, hier mal gehen. Also, wenn ich jetzt weiter vorstürme, ne, dann habe ich A das Problem. Ich muss doch kurz die Karte drehen. Ja, da bin ich A raus aus der Deckung. Bin ich zwar hier in voller Deckung, aber ich kriege die Bonus nicht, mit denen ich jetzt durch die Rauchwolke habe. Dementsprechend würde ich erstmal sagen, ich gehe mit ihm in den Feldposten. Ja. Ne, Feldposten, genau. Delgado ist die Frage. Delgado kommt nicht sonderlich weit. Ich könnte natürlich irgendwie wegsprengen mit der Rakete. Ich sprenge aber eventuell damit auch den Meldradester weg. Das will ich gar nicht. Der andere Alien ist hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich den beschäftigt kriege. Da ist auch nur halbe Deckung, überall halbe Deckung. Und wenn ich jetzt schieße, ja, ich gehe lieber in den Feldposten. Auch hier einmal auf Scharfschützengewehr wechseln und dann gucken wir mal. 55%, 55%, das lasse ich. Auch da gehe ich in Feldposten. Und dann gucken wir doch mal. Kommt ruhig, kein Ding. Daneben, da haben wir einen schönen Bonus. Die werden jetzt nur schießen, ne? Das bringt nicht viel. Oh. Da machen die wieder ihren Gehirnscheiß. Er kriegt einen Lebenspunkt mehr. Und hat dann einen Bonus. Und schießt dann auch einfach, ne? Ich mache keine Reflexschüsse, wenn die sich nicht bewegen. Reflexschüsse kommen nur bei Bewegung. Von daher muss ich jetzt sozusagen den Angriff übernehmen. Weil wenn ich den jetzt kille, ne? Wir machen mal einen Raketenschuss, ne? Und machen den mal da genau so, dass wir nur ihn treffen. Aber nicht den Meldkanister. Jetzt komm mal her. Killen ihn, haben das Meld behalten. Beide sterben, weil er in der Verbindung mit ihm war. Sehr schön. Sie sind zwar effektiv gegen Aliens, zerstören aber auch die Artefakte, die wir von den Leichen bergen wollen. Ah, okay. Bedenken Sie das. Bedenken Sie das. Ja, ist okay. Hab ich mit. Dem Ketuse. So froh sein, dass meine Leute noch leben. So, wir gehen mal hier rüber. Er kann was sehen. Wir gehen mit der Pistole ins Ziel. 55%. Ah, dann machen wir den Feldposten. Leroy. Leroy geht mal hier ran. Und macht mal Wunden heilen. Genau. Du bist gleich wieder im Gefecht. Sehr schön. 4 Lebenspunkte geheilt. Alles gut. 42% sind nicht viel und dementsprechend bleibe ich erstmal im Feldposten und warte das ganze Ding mal ab. Setze das mal aus. Oh, der ist in Deckung gegangen. Und meine Deckung ist quasi verschwunden. Jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Erstmal gehe ich hier. 35% ist nicht so viel. Könnte ich natürlich wegsprengen, einfach. Und auch die Deckung im Prinzip da wegsprengen, ne? Ich möchte am besten alle Deckungen da kriegen. So. Mal gucken, was du jetzt machst. Granate. Sehr schön. Habe ich Sicht.
Habe ich nicht. Habe ich hier vorne Sicht? Du siehst natürlich sowieso nichts. Du siehst auch nichts. Hier gehe ich einmal rüber. Gehe in den Feldposten. Delgado muss weiter nach vorne. Mit Delgado gehe ich direkt quasi an die Front. Das ist unklug. Ich muss irgendwo hin. Wir gehen erstmal hier hin. Wir nähern uns erstmal der ganzen Sache. Und gehen auch hier erstmal in den Feldposten. Leroy. Leroy kann einen nach vorne gehen. Und dann in den Feldposten. So, wir haben ein bisschen was benutzen müssen. Ah, das meldet nicht. Sei denn, ich kann mit Leroy... Nee, wer ist denn das? Er ist das mit Sturm und Schuss, aber da komme ich nicht so weit. Schade. Das Ding ist schon mal verloren gegangen. Unser erster Kanister, den wir nicht bekommen. Nee. Ich will mit dir noch nicht laufen. Wie machen wir das? Wir müssen auf jeden Fall ganz vorsichtig sein. Wir haben hier auch überall nur scheiß Deckung, wenn man ehrlich ist. Dann arbeite ich mich über die Seite weiter. Da ist eine halbe Deckung. Hier ist eine ganze Deckung. Sehr schön. Feldposten. Du gehst auch weiter vor. Das wären Spurten. Ah, wir arbeiten uns erstmal hier vor. Es war eine halbe Deckung nur. Aber besser als gar nichts. Bin ich da gerade hingespurtet? Oh Gott. Okay. Delgado arbeitet sich hierhin vor. Feldposten. Und... du gehst dahin und machst dann auch Feldposten. Wir warten mal ab, was passiert. Der Melkanister müsste jetzt kaputt gehen. Ich höre hier Töne. Ja, das Ding ist weg. Schade eigentlich. So, Delgado, Osvaldo Delgado. Du gehst mal darüber. Ja, wir machen erstmal weiter. Da ist auch eine ganze Deckung. Ich gehe mal darüber. Erstmal da in den Feldposten. Komme ich mit Martin? Mit Martin komme ich zumindest hier hin. Gehe auch da in den Feldposten. Ja, auch Feldposten. Und mein Sniper geht zum Meldkanister. Oh, ich werde flankiert von da drüben. Das will ich nicht. Da wäre noch Meldkanister. In zwei Zügen ist auch der weg. Wenn ich jetzt hier hingehe, ne, dann bewege ich mich quasi noch weiter ins Feindgebiet rein. Aber da um die Ecke müsste gehen. Sehr schön. Da kommen die Schüsse. Gut, dass ich noch in Deckung gegangen bin. Erstmal zu den anderen hin. Ich einmal hier um die Ecke gehe. Sehr schön, flankiert. Feuer. 94% Trefferchance. Schieß ihn weg, mein Freund. In dein Gesicht. Ein weiterer Sieg. Und ich habe den Kanister bekommen. Oh ja. Sehr schön. Die Mission war gar nicht so schlecht, obwohl ich am Anfang ein bisschen zu übereifrig war. Ah, wir gucken mal. Ja, verwundet, das war klar. Der hat guten Schaden abbekommen. Und Osvaldo Tank Delgado, besserer Spitzname hätte gar nicht kommen können, wird ein Sergeant. Und er kriegt entweder Schredderrakete oder Deckungsfeuer. Wir gucken das Ganze mal an. Schredderrakete. Feuert eine Rakete, durch die alle getroffenen Gegner die nächsten vier Runden aus allen Quellen 33% mehr Schaden erleiden. Das ist also ein Drittel mehr. Der Schaden der Rakete ist geringer als normal. Also ist eine andere Rakete als das Ding. Kriege ich dann aber noch eine Rakete quasi? Ich kann die ja nur einmal benutzen. Das ist die große Frage. Deckungsfeuer. Schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält und einen Reflexschuss ermöglicht. Die Treffersicherheit des Gegners verringert sich zudem um 30. Will ich Gegnern mehr Schaden machen? Noch mehr Schaden machen? Brauche ich das? Oder mache ich lieber Deckungsfeuer? Obwohl das nicht so geil klingt. Ich nehme lieber die Schredderrakete. Und
das machen wir auch genauso. Und wir haben hier noch einen Scharfschützen. So, wir gucken mal kurz. Schnellschuss. Entfernt Beschränkung des Präzisionsgewehren bei Feuern und Feldposten nach Bewegung. Zielsicherheit reduziert sich um 10. Das heißt, er kann dann schießen, obwohl er schon gelaufen ist. Truppsicht. Möglich ist, auf alle Ziele zu feuern, die sich im Sichtbereich eines Verbündeten befinden. Diese Ziele können allerdings nur durch Präzisionsschüsse kritischen Treffer erleiden. Aber ich kann dann quasi mit jedem, wenn ich mit irgendjemand anders hier ein Ziel sehe, kann der auch dann schießen. Das nehmen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Und dann machen wir einfach weiter. Guck mal kurz. 10 Meld bekommen. Besser als nichts. Neues Gebäude verfügbar. Labor. Jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. Verbundbonus, also wenn zwei nebeneinander sind, 10% dazu. Ja, in Afrika und Nordamerika geht die Panik weiter. Wir gucken mal kurz. Das sieht nämlich gar nicht aus. Kanada ist hier gut am Ausrasten. Südafrika und Mexiko auch. Oh, 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 oh. Offene Aufträge. Kann nicht abschließen. 312 Stunden übrig. Okay. Wir gucken mal kurz in die Technikabteilung. Gucken in die Einrichtung. Und das Satellitenkontrollzentrum kann nicht gebaut werden. Wir haben nicht genug Ingenieure. Das ist bitter. Ich könnte ein Labor bauen. Und dann wird aber irgendwann auch mein Strom langsam, aber sicher niedrig, würde ich mal sagen. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die ja. Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ja. Wir haben sowieso noch einen Tag bis zur Meldkriegskommunikation. Das machen wir mal eben. Den lassen wir mal eben einmal ablaufen. Und gucken uns das Video an. Sagen Sie, was ist das, Doktor? Das ist bemerkenswert. Bei der kristallinen Substanz, die sich in dem Behälter befindet, handelt es sich um ein Stoffgemisch. Es enthält aber Milliarden von kybernetischen Nanomaschinen, die sowohl aus organischen wie auch aus mechanischen Komponenten bestehen. Die Untersuchung durch mein Team hat ergeben, dass diese mikroskopisch kleinen Roboter unerhört effizient mechanische Strukturen bauen können. Durch nähere Studien und in entsprechenden Laboren könnten wir eine Art Cyberanzug entwickeln, der an den menschlichen Körper gekoppelt wird. Oh, ja. Mein Team interessiert mehr, ob es möglich ist, das Gewebe an sich physikalisch zu verändern. Das heißt, ob wir genetische Adaptionen der Aliens darin verankern können, indem wir die Nanomaschinen nutzen, um eine Art Verschmelzung des Materials zu bewirken. Der Commander muss entscheiden, was am vorteilhaftesten ist. Sind Sie mit irgendeinem Punkt einverstanden? Angesichts der offensichtlichen Aufgabe der Nanomaschinen, nämlich organische Materialien miteinander oder mit technischen Strukturen zu verbinden, sind wir uns immerhin einig, wie wir sie nennen, nämlich... Meld. Also jetzt haben sich quasi zwei Wege aufgetan. Ich kann entweder in diese Genrichtung gehen und Gene verändern, biologisch gut drauf sein. Oder aber ich gehe in die Richtung Maschinen und Kybernetiklabor, Genlabor, Mac-1-Bewacher, hyperaktive Pupillen, Tiefenwahrnehmung, adaptives Knochenmark, 40 zusätzliches Meld zurückgewonnen. Kybernetiklabor. Hier werden wir in der Lage sein, mechanische Exoskelett-Cyberrüstungen zu bauen. Fuck yeah, die baue ich auf jeden Fall. Diese Erweiterung des Forschungslabors ermöglicht uns, Soldaten genetisch zu modifizieren. Diese Anlage. Das klingt doch viel langweiliger. Hallo, ich möchte doch adaptives Knochenmark. Ja, die sind nicht... Oh, okay. Der Soldat generiert 2 Trefferpunkte pro Runde. Ist auch nicht schlecht. 5% Chance auf kritische Treffer plus 10 Zielgenauigkeit. Oder aber ein Kampfanzug. Eieieiei. Das wird schwer. Ich brauche erstmal irgendwas, was schnell geht. Ich möchte gerne schnelle Sachen. Waffenfragmente. Wir machen mal Waffenfragmente und gucken dann, was wir daraus erforschen können. Dann würden auch unsere Waffen besser gehen, schätze ich mal, oder? Das wäre eine Rüstung. Nicht schlecht. Aber wir gehen erstmal auf die Waffen. Ich verstehe immer noch nicht, was sich die Aliens hier erhoffen. Erforschen sie uns? Warum entführen sie scheinbar willkürlich Menschen? Wir müssen einem Schema folgen, das wir noch nicht entschlüsselt haben.
Die Frage ist natürlich, gehen wir jetzt stark auf Forschung? Ich könnte natürlich jetzt hier ohne Frage erstmal von Labor hinklatschen. Da kriegen wir eine erhöhte Forschungsgeschwindigkeit, alles schön und gut und erforschte Sachen schneller. Was bringt es mir aber, wenn ich diese Sachen nicht bauen kann? Ich brauche ja Ingenieure. Ich brauche auch Geld irgendwann. Ich könnte natürlich das Kubernetes-Labor bauen, auch das. Gleiche Problematik. Kraftwerk. Das Kraftwerk kostet nur 60. Da baue ich das hier nochmal hier oben hin. Oder baue ich das weiter hier unten hin? Da kostet es auch 60. Also ist egal, ob ich es hier oder hier baue. Und die Kraftwerke geben ja auch wieder einen Verbundbonus, richtig? Plus 2 Energie pro angrenzenden Kraftwerk. Ja. Ja, ja, ja. Dann baue ich hier Kraftwerk erstmal hin. Obwohl, ich brauche sie ja noch nicht. Noch nicht. Also brauche ich dann ein Labor hin. 3 Energie, 6 Wissenschaftler. Brauche ich dann Kybernetik-Labor hin. Dann kann ich die Mechs bauen. Oh, ich will so einen Mech haben. Egal, wir bauen ein Kybernetik-Labor. Aber da gibt es keinen Verbundbonus. Dementsprechend vielleicht hier nicht hier oben hin bauen, sondern irgendwo... Was bringt eigentlich Dampf? Gibt's was ist hier mit dem Erdwärmekraftwerk? Müssen aber über Dampf spalten. Ja, da. Okay, die müssen erzeugen 20 Strom. Also wenn ich hier unten einen Aufzug baue, der Aufzug dauert auch nochmal. Und kostet 2 Energie. Nicht gut. Vielleicht sollte ich erstmal das hier nutzen, was ich hier habe. Das heißt, ich werde das hier ausheben. Und ich brauche einmal das Kybernetik-Labor. Das brauche ich am besten hier hinten hin. Damit ich hier ein Satellitenkontrollzentrum hinbauen kann. Ja. Man muss ja richtig planen. Das Labor bringt einen Bonus, das Kraftwerk bringt einen Bonus und das Satellitenkontrollzentrum. Satellitenkontrollzentrum, Labor, Kraftwerk, falls nötig. Ich hebe das hier aus. Und wir gucken einfach mal. Machen erstmal weiter. Ich würde sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.